So, Leute, sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dominik dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Grixis Control gegen Khan Stompy. Wow. Beides natürlich aktuell nicht so krass, die Meta-Decks, aber hier beides sehr große Favorite-Decks unserer Local-Spieler. Grixis Control hier, glaube ich, mit Strix. Ja. Yep. Weil aktuell die Anzahl an Bowmastern noch sehr reduziert ist. Ich glaube tatsächlich, dass das Deck nicht mehr so viable ist, wenn mehr Bowmaster dabei sind. Das Deck stirbt mit Bowmaster. Ja, ist einfach so. Und auf der anderen Seite Khan Stompy hier tatsächlich mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 Khan. Also mit 8 Khan. Ach, mit dem Great Creator und dem anderen 4 Mana Khan. Mit dem Ursaskeien irgendwas. Ja. Oh, das, das ist gut. Uff. Das ist wirklich gut. Vor allem, wenn man jetzt noch irgendwie einen Khan hinterher droppen kann, könnte das ganz schnell aus sein, was hier gerade passiert. Aber Trinisphäre sagt ja, Spieler müssen auf jeden Fall 3 Mana für ihren Zauber spielen, pro bezahlen. Und Delph nimmt das nicht raus. Delph nimmt das nicht raus, das ist schon sick. Ah, ja, den Mox hätte man früher spielen müssen. Der hätte früher kommen müssen, true. Ja. Das war ein Fehler, der wird jetzt wahrscheinlich kostspielig. Ja, vor allem, wenn man kein anderes Land hat, tatsächlich. Kommt wirklich. Das ist eine Endstaying Bridge. Okay, Wasteland? Boah, da würde ich safe Wasteland. Ah, kann er nicht, kann er nicht. Ich hätte ja auch einfach das. Ich hätte das Wasteland benutzt und hätte das Lotus Battle behalten, oder? Ja, klar, safe. Hä? Ja, ja, man weiß nicht, ob hier Khan Stompy weiß, ob er gegen Grixis Control spielt. Das stimmt. Das ist ja immer wieder dieser Punkt, wo wir uns manchmal einfach ein bisschen zurücknehmen müssen, weil wir haben ja diese Sicht überhalb, so eine Vogelperspektive sozusagen. Mm, out of the box. Genau, und wir wissen ja, was da abgeht. Dementsprechend, ja, das ist da ein bisschen anders. Aber hier sieht man natürlich die Stärke auch von Grixis Control. Grixis Control hat sehr viel Basic Lands auch mit dabei. Ja. Und kann das auch mittlerweile supporten, seitdem sie kein Hymns Turak mehr spielen. Ja. Das stimmt, seitdem du Hymn nicht mehr spielst, weil Hymn eigentlich keine Karte mehr ist. Ist halt super. Plus, der hat halt auch sowas wie K-Command drin, Kolagans Command drin, der halt einfach mal so ganz schnell die Endstaying Bridge End of Turn los wird. Ja. Hier hat man jetzt natürlich das Problem, der Gegner hat 3 Mann offen. Das heißt, der Gegner kann countern. Das ist so schlecht. Das ist wirklich bad. Das tut weh. Reaktion darauf, Kolagans Command wird die zerstört und er muss eine Handkarte abwerfen. Ja, dann hat er 2 Handkarten, die er wegwerfen muss. Mm-hmm. Für den Mox und. Oh, das ist devastating. Boah, das tut richtig weh. Vor allem, weil ein Wandering auf der Hand ist. Ui. Da würde ich jetzt wahrscheinlich einfach die Chalice wegwerfen, die dann noch auf der Hand ist. Die macht nicht so viel und dann. Uiuiui. Grixis Control war generell auch immer ziemlich resistent gegen Chalice. Ja. Ja, ja, absolut. Du hast eigentlich nur Removal auf 2. Genau, und halt auf 3 sehr viel, deswegen kann Chalice auf jeden Fall weg. Und 2 auf Bow. Da geht jetzt die Ancient Doom. Ich glaube, ich hätte die Ancient Doom wirklich eher als Land gespielt. Hm. Das stimmt. Ich hätte den Mox gar nicht probiert zu spielen. Port. Port ist spannend. Port ist interessant. Das Problem ist halt, dass auf der Hand jetzt nur noch ein One Ring ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der One Ring wird halt gecountert, dann macht man halt nicht mehr viel. Dann macht man gar nichts mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gewinnt jetzt Grixis Control? Weil das könnte jetzt zum Beispiel. Das ist der Punkt. Das ist jetzt schwierig. Dann End of Turn kann man das Mountain Mag noch backpacken, hätte ich auch gemacht. Und dann kommt ein One Ring. Dann Tap, Draw, Card. Aber Card Draw mit 12 Leben ist natürlich jetzt auch. Also es kann sein, dass deshalb der Ding sehr, sehr frustriert wurde. Der Mox, weil er halt nicht so viel Leben zieht. Mhm. Das ist eine Blast Zone, da müsste eine Marke drauf gehören. Mhm. Ja, kommt voll, auch wird gehört. Nice. Brav. Gut für einen, aber es wird nichts machen. Ja, deswegen kann man sich das schenken. Und jetzt kann man halt. Der Ring macht jetzt halt. Arbeitet jetzt halt für Grixis. Genau, ob gleichzeitig halt es auch sehr, sehr, sehr schwierig damit umzugehen. Gerade die Engine Dooms tun hier halt natürlich jetzt weh.
Boah, du musst jetzt als Kriegskontrollspieler eigentlich nur noch die Strix auf dem Board behalten. Die Strix auf dem Board behalten. Ja, sagte er, und dann kam Ursas Ärger. End of Turn agieren. Okay, macht die, ist die schnell genug? Ich weiß nicht, ob da ein, was kommt da jetzt? Ich weiß nicht, ob da ein Shadow Spear drin ist. Stimmt, Shadow Spear wäre schlecht. Dramler Snapcaster, der verkürzt die Clock auf jeden Fall sehr, sehr gut. Target Ponder. Ja, dann nimmt man ein Land raus, ja, Insel. Ja. Dann für 5. 3. 3, ja, ja, 5. Jetzt kriegt man nochmal 2, dann sind wir 5. 5, genau, das habe ich so gerechnet gehabt. Jetzt darf der halt den 6, Ring nicht 6. tappen. Ne, wenn er jetzt den Ring tappt, ist er halt sehr wahrscheinlich rum. Aber wenn ich das richtig sehe, sind das auf der Hand wirklich nur Trinisphären und halt gerade fehlt halt eine Banger-Karte. Noch eine Trinisphäre, alle Trinisphären gezogen der Welt. Da ist ein Khan, aber der macht, glaube ich, nichts, der ist zu langsam. Ja, der Ring tötet dich jetzt halt. Also selbst wenn Kriegskontroll jetzt nichts macht, tötet der Ring. Ja, man hat ja noch eine Runde. Da kommt... der. Das ist natürlich heftig. Der ist halt auch eine ganz andere Hausnummer, weil er natürlich auch noch hier Token mitbringt. Die sind 4 oder nicht? 5, sich selber zählt er auch noch mit. Und da ganz unten ist ja noch die Trinisphäre. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und dann kann man jetzt die. Okay, jetzt hat man den Spot. Nächste Runde kann man den Shadow Spear holen und dann kann man sich Leben grinden. Ja, man kann nicht so einfach gewinnen, wenn ich es richtig zähle. Aktueller Spot. Man macht End of Turn in Dude, dann geht man auf 6, dann geht man nächsten Zug, dann sind die 8-8. Die beiden, ja, die angreifen können, dann braucht man nur noch 2 Karten. Und die kann man mit dem Ring immer noch ziehen. Dann kommt Lightning Bolt. Ins Gesicht, ja, der macht jetzt natürlich Liefel. Das ist rum. Ja. Boah, okay. Krass. An dieser Stelle einmal Werbung für mein Patreon bzw. mein YouTube-Membership. Wenn ihr auch auf YouTube oder sonst wo mein Content mögt, könnt ihr mir gerne ab 3 Euro finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Das hilft mir immens und freut mich sehr. Deshalb überlegt's euch und vielen Dank an alle Leute, die da gerade zu sehen waren. So, Game 2, Khan Stompy startet mit Mulligan auf 5 und einem Chalice auf 1. Das ist natürlich nicht das, was man haben will. Gut ist, Grixis Control spielt in der Regel kein Wasteland. Das ist halt der Vorteil gerade. Der Nachteil ist, wie gesagt, du hast auf 1 eigentlich nur die Bolts und ein bisschen das Cantrappen und die Cantraps werden dann halt einfach frei für... Ja, okay, da ist natürlich hier so ein Consign Memory. Man ist hier aber auf 16. Ja. Boah, Chalice auf 2. 1 und 2, das ist natürlich auch spannend. Aber man ist hier auf 16. Man ist auf 16, ja. Oh, ein Winter's Flare. Zieht die nicht irgendwie alle Upkeep leben oder so? Ja, ein Leben jeder Upkeep, wenn du Metalcraft hast. Ja, was passiert ist tatsächlich? Ich bin ein Leben, jetzt sind wir noch 17. 17. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Das ist natürlich ein ätzender Start. Chalice of 2 ist crucial. Ja, Chalice of 2 ist wirklich vielleicht. Das Auto wird gecountert. Auto wird selbst gecountert tatsächlich. Ja, Chalice ist einseitig, haben wir festgehalten. Ja. das macht man nicht. Und Engine Tunk macht keinen Schaden. Haben wir auch schon wieder. Geh ja gut los hier. Ja, passiert im Eifer des Gefechts einfach. Man muss einfach dabei sein. Das Deck ist auch nicht so leicht zu spielen, wie man es denkt. Stompy-Decks werden immer so als die dämlichen Decks dargestellt, aber sie sind nicht so dämlich. Man muss sehr viele Sachen immer Trigger sehen. Ohne Ende, ja, teilweise. Ursas-Saga. Das ist strong. Mit Land gewastelandet. Ursas-Saga ist halt echt übel. Ja. Boah. Wie gesagt, Auto hat hier eigentlich nichts am Feld zu suchen. Aber, und auf der Ursache müsste eine Marke liegen. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird jetzt gleich, ja. Ja. Und man ist aber 18 Leben. Jo, da hat man einfach 2 Leben. Die Frage, wie relevant das ist tatsächlich. Weil, wie gesagt,
traditionell hat Grixis Control einen sehr guten Start gegen sowas wie Mutt oder Khan Stompy oder irgendwas in dieser Richtung, weil sie eben auch diesen Menge an Artefakt-Removal spielen. Jace. Oder sowas wie ein Jace. Aber der Jace dürfte jetzt mit dem illegalen Auto gleich überfahren werden. Ja, den cruisst du einfach und dann, Konstrukt steigt in das Auto ein und fährt den Jace über den Haufen. Man könnte jetzt End of Turn für 4 Mana den Grimmon in der vertappen. Ja. Aber ist die Frage, ob man da nicht lieber... Nee, ich hätte hier für 4 Mana einfach das Grimmon-Lifting enttappt. Stimmt, man kann ja noch gar nicht den, die Ursache... Genau, man kann Ursache noch nicht machen, das hätte man einfach auf enttappen können, hätte man jetzt irgendwie 7 Mana gehabt. Leben. Ja. Boah. Ja, es sieht sehr einseitig aus, das Board, ist es aber gar nicht so krass. Also ja, die Ursachsaga ist strong, die macht doch viel. 17, dann kommt wieder der Dude, dann crewt man das Auto und fährt den Jazz um. Ja, dann crewt man das Auto und fährt den Jazz um. Jupp. Ja, das schiebt man wegen einer illegalen Aktion. Ja, auf der anderen Seite wäre jetzt der nächste Runde wäre wahrscheinlich genau dasselbe gewesen. Aber ja, das ist... Ne, du hättest das Konstrukt dazu bouncen können mit Jace. Stimmt, da wäre jetzt gebounced geworden, dann wärst du weiter gewesen. Ja, das wäre ganz anders gelaufen. Stimmt, das wäre ganz anders gelaufen. Ja, genau. Deswegen, also sowas passiert. Solche Misplays sind immer mal wieder an der Tagesordnung. Niemand kann sich davon freisprechen. Ich möchte das immer wieder betonen. Nur weil wir das jetzt außerhalb des Games sehen, man spielt auch zu zweit am Tisch. Also es ist nicht nur der Spieler, der den Misplay macht. Ja, der ist gleichzeitig auch der Spieler, gegen den man spielt, der darauf achten muss. Das ist immer wieder wichtig und immer wieder auch da nicht so irrelevant, das tatsächlich zu sehen. So, mal sehen, ob wir jetzt ein Spiel sehen, wo beide mal 7 halten. Ja, bin ich mal gespannt. Also, es wird auch nichts geändert im Board. Nee, gar nichts, von beiden Spielern nicht. Das ist auch interessant. Ist immer interessant mit on the play, on the draw, ob sich da irgendwas ändert. Ich versuche die ganze Zeit. Okay. Mal Legende runter. Da hat man zu viele Ringe gehabt. Ja. Zu viele Ringe. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also vom Grundprinzip her ist das, glaube ich, ein Matchup, das schon eher Richtung Grixis Control geht. Ja. Und da auch mit solchen Aktionen halt einfach... Du counterst oder removest die ersten 2 Threads und committest dann auf dem Game. Genau. Auf dem Board. Und dann hast du meistens 2-for-1s, also 2 Karten vom Gegner für 1 Karte von dir. Und damit läuft dann irgendwann Stompy ganz schnell das Pulver aus. Das ist so der normale. Auch mit dem Ring, das ist halt die Frage. Genau, also der Ring ist immer ein Changer, aber der Ring ist gleichzeitig auch eine Damage-Quelle, wo dann Grixis Control, weil das ist ja der Vorteil von Grixis Control. Grixis Control spielt Kontrolle, bis es in eine Aggro-Schiene gehen kann und klatscht dich dann weg. Ja. Und das ist halt nochmal ein anderer Punkt, ganz einfach. Also das ist schon mal... die oberste Karte da? Oberste Karte. Die jetzt unten war bei Grixis, das war irgendwas Rotes. Da kommt Chalice of Vines. Hat man einen... Ist das ein Meltdown? Das kann sein. Die New Border kenne ich nicht. Genau, die New Border Meltdowns, glaube ich. Das Fetchland macht bitte Schaden. Ja, gleich. Ganz entspannt. Nee. Doch, immer entspannt bleiben. Surveillander haben sich ja komplett... Ja, die sieht man mittlerweile crazy. Überall. Also, die spielst du im Control, die spielst du im Tempo. Ja. Einfach nur, weil du dein Top-Deck manipulierst, wie Sau. Ja, deswegen, das ist ziemlich sweet, gerade wenn du halt gerade nichts anderes zu tun hast. Brainstorm wird gecountert. Jawohl. Dann kommt Mountain Go. Man kann es probieren. Ja. Ist auch interessant, wenn man Merkt halt auf der Hand hat. Lustigerweise ist das legal von Grixis Control-Seite, illegal von Khan Stompy-Seite. Ja, das ist ganz interessant, das stimmt. Dann wird wahrscheinlich jetzt aber ein Konstrukt. Nee. Eine Trinisphäre. Oh, das könnte jetzt richtig gut werden. Oh. Oh, das könnte auch richtig bad werden. Nee, wenn du Soulland hast, das Wasteland, das Double Land. Oder der Control-Spieler hat halt jetzt irgendwas
Okay, wir haben eine Clock und wir haben ganz wahrscheinlich ganz, ganz viele Einzelspells, die da reinfliegen können. Das ist richtig, das ist halt der Vorteil von Frog, wodurch halt Chalice nicht mehr ganz so krass ist. Da wird mit Mana gefloatet. Uff, spannend. Ich hätte jetzt auch gedacht, man geht in eine ganz andere Richtung, man geht wirklich in so eine Agro-Richtung. Ich glaube, der geht jetzt auf Ring. Oh, ein Ring wäre jetzt natürlich auch sweet. Gerade bei 20 Leben, wo man noch ist, ja, haben wir dann ganz sweeten Punkt. Da hat es einen Mana floaten. Ja. Ja. Ring. Hätte ich auf jeden Fall das Wasteland offen gelassen. Und nicht die Ursache. Da hätte ich auch gewastelandet. Ja, gewastelandet hätte ich auf jeden Fall. Das wäre sehr wichtig gewesen, glaube ich. Weil, wenn der jetzt gleich keinen Landdrop zeigt, hast du dadurch eine Runde gelassen. Ja, ist die Frage, ob. Aber ich glaube auch, dass da kein Land mehr auf der Hand war. Nee. Das. Oh. Oder? Hat das ganz oben jetzt gerade ein Delta? Nehmen wir einfach Go. Jetzt hat man ja gespielt. Also. Sagt einfach Go. Zieht dann zwei. Bowmaster. Der ist gut. Sieht man sehr, sehr, sehr wenig tatsächlich. Aber wenn, dann überrascht er aktuell die Leute wieder richtig gut. Und ist aktuell wieder eine richtig gute Karte, um den zu spielen. Hat der sich genug Leben abgezogen? Nee, hat er nicht. Dann Abgib 1 bekommen, dann. Doch, hat er. 2 durch den Bowmaster, 4. Ja, genau. 4 Stück, 4 Damage dürfen es sein. Boah. Bowmaster und Frosch ist natürlich auch. Ja, Bowmaster, Frog und dann halt noch die Bowls hinterher. Ist spicy. Ja, ist fast schon Richtung Delver Deck. Plus eben die Bayforce Tricks, die halt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark in der Meta aktuell sind. Solange Bowmaster nicht wiederkommen. Ich sag's immer wieder, ich muss die Leute davor warnen. Bayforce Tricks werden kacke, wenn wieder mehr Bowmaster gespielt werden. Schenkst dem Gegner halt einen 2-2er. Auf der anderen Seite muss man überlegen, wir hatten jetzt heute ein Turnier und ich glaube, insgesamt im gesamten Raum waren insgesamt, ich glaube, 4 Bowmaster. Und die waren alle im Sideboard. Nee. Ich meine, Hassan hatte die Main. Okay. Aber ich glaube auch nur 2. Kann sein. Das also es waren echt nicht viele. Und, ja, also für 12 Spieler waren es echt wenige. Ja, und dementsprechend kann ich schon sehen, dass man hier Strix auch wieder spielen kann. Das wohl wahr. Man muss halt dann damit rechnen. Genau, und das tun halt die wenigsten. Also die wenigsten rechnen aktuell wieder mit Bowmaster, was halt ihn einfach so stark macht. Er ist halt gut, wenn die Leute nicht denken, dass er kommt. Ja, Strix ist halt gut, weil es ist der setzt sich selber und ist ein Death-Touch-Blocker. Mhm. Und Bowmaster ist da halt echt eine Seuche für. Mm. Oh je. Oha. 4 Mana. Kahn. Der kann. Der hat natürlich jetzt ein dickes Konstrukt. Jo. Der. Ah, das Konstrukt hätte man halt auch mit Ursachsage haben können. Ja. Und man hätte ja auch immer noch Wasteland können. Also Wasteland ist hier sehr zaghaft. Ursachsage hätte man nutzen können und Wasteland. Ja, Wasteland wäre der Frog nicht gekommen, Wasteland wäre der Ding nicht gekommen. Ja, der Bowie, der, das wäre nichts am Feld. Dings wird umgeboxt. Ja. Dann wird nicht geblockt. Karte. Wieder der Fliegen gegeben. Der wurde gejumpt. Ja. Ja, der springende Frosch. Ich glaube, das ist ein Marcus of the Moon. Oh! Das wäre schlimm. Ich glaube, das war ein Marcus of the Moon, das war kein Meltdown. Das kann, ja stimmt, ein Mewborder Magus kann sein. Ja. Aber dann geht man doch hier auf. Ah ne, das kann man gar nicht suchen. Man kann kein Schwarz finden. Man kann kein Schwarz finden, man hat glaube ich auch jedes Basic nur einmal drin. Hm. Also es ist fast schon irrelevant. Das heißt. Oh nein! Oh mein Gott! Was ist Gott. Das denn? Das ist aktuell eine Sideboard-Tag, die man gegen Eldrazi boardet. Man kann. Wenn er ins Spielfeld kommt, also er kostet, glaube ich, 2 Mana weniger für jede farblose Mana-Quelle, die der Gegner machen kann. Mhm. In diesem Fall 4 weniger. Mhm. Kostet nochmal 7 und wenn er reinkommt, zerstört er einen Non-Basic Land. Uff. Ja, die Sorge hat er platt gemacht, ja. Und er kann halt für 2 Mana 4-4 sein. Den haben wir schon mal gesehen in einem Sideboard von Grixis-Delver zum Beispiel, als Eldrazi so richtig viel gespielt wurde. Weil man eben in der zweiten Runde, wenn der Gegner anfängt mit Double Engine Doom oder so, oder mit Eldrazi Temple Engine Doom, kann man tatsächlich den in der zweiten Runde knallen.
Ist eine Sweet Attack, wenn man sie braucht. Ja. Der war jetzt natürlich okay. Der hat die Saga geklärt. Ist halt die Frage, ob es genug ist. Naja, also man hat hier noch 3 Karten gezogen. Der Baumeister hat nochmal 3 geschossen. Das ist halt ein Riesending. Das Konstrukt ist halt gerade nicht groß genug, um das aufzuhalten. Und nee. Ich meine, der wäre auch noch fliegend, also 4-4 fliegend. Und das sind 2 Handkarten, es sind 5, es sind 9, es ist Liefel. Boah. Also ich glaube, wenn man hier jetzt nicht irgendwie den aufhalten kann, dann ist um. Der Frosch wird noch fett. Also man kann halt den Frosch noch jumpen und dann... Und ich sehe da auch nichts in der Hand, dass es aufhalten kann. Ich glaube, das ist einfach ein 2-1 für Kriegskontrolle. Nee. Ja, da wird conceded. Da hat man echt mies gezogen. Boah, man hat sogar noch Cola ganz gut. Krass. Ja, wie gesagt, Wasteland wäre ein bisschen was anderes gewesen, aber so war es auch okay. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben. Ihr kennt das Ganze. Spaß haben wir alle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.